Also seit letzter Woche mehrere Leute haben mir gezeigt, sind zu mir mit einem Handy gekommen. Bruder Raff, schauen Sie dieses Video an, schauen Sie dieses Video an. Und in diesem Video sieht man einen Religionslehrer, Islamlehrer in Deutschland, der generell über den Islam und auch die anderen Religionen gesprochen hat. Und ich habe noch vorher schon auch einige Videos gesehen von anderen Imams, die fast denselben Unsinn und denselben Blödsinn gesprochen haben. Und deswegen will ich jetzt einmal mich darüber äußern und sagen, genau was die Tora darüber hält. Ich sage jetzt nicht Unsinn und Blödsinn, um die zu beleidigen oder um denen zu sagen, dass sie an irgendwas Falsches liegen. Ich sage es hauptsächlich für uns, für unsere Jugendliche, damit, wenn sie mit solchen Fragen konfrontiert werden, damit sie wissen die Antwort, damit sie wissen, dass das ja, man sagt zwar etwas, aber man muss zuerst wissen, was man sagt. Und wenn man schon etwas sagt, dann lerne vorher das Thema, über was du reden willst, und nachher rede. König Salomon hat gesagt, Gam evil macharish lechacham yechashev. Auch wenn der Dumme schweigt, kann man ihm zu einem Weisen zählen. Man kann denken, er ist weise. Und deswegen, was hat der General gesprochen dort in diesem einen Video? Er hat gesprochen und begonnen, sagt, dass die Muslime, sagt, wir Muslime, wir glauben an die Tora. An die Tora, hat er gesagt. Wir glauben an die Tora. Und die Tora ist die Wahrheit. Aber, ein großes aber nicht an diese Tora, was die Juden jetzt haben. Die Tora, was die Juden jetzt haben, sie wurde von den Juden wurde sie verfälscht. Und laut dem, was für sie angenehm war, haben sie es verbessert und irgendwie anders gemacht. Und deswegen musste Gott jetzt ein Update machen und etwas Neues bringen, und zwar das ist der Koran. Und in diesem Koran sagt Gott sein letztes Wort, und laut seiner Sprache, nach diesem Update gibt es keinen Update mehr. Das war das letzte Update, genauso wie es in Windows 10 gesagt wurde, dass Windows 10 ist das letzte Update. Jetzt, bevor er so etwas sagt, muss er zuerst ein bisschen sich über das Judentum, muss ein bisschen darüber lernen, wissen, was genau ist das Judentum, und auch wissen, wir müssen nochmal wissen, warum nicht einfach beleugnen und sagen, wir glauben nicht daran. Ja, genau dasselbe ist es auch im Christentum. Auch die Christen, die sagen, ja, wir glauben an die Tora. Tora, das ist die Wahrheit, das ist Gottes Werk. Gott hat die Tora den Juden gebracht. Aber dann haben die Juden ihre Taten verschlechtert und sind nicht den richtigen Weg gegangen. Und deswegen musste Gott ein neues Testament bringen. So oder so, beide behaupten, also sie beleugnen nicht, dass wir die Tora bekommen haben von Gott, weder noch. Und es gibt einen Grund dazu, denn das kann man nicht beleugnen. Denn die Tora, die wir am Berg Sinai bekommen haben, sie war bei einer Zeugenaussage von Millionen. Ja, es waren dort Millionen Zeugen, die unten am Berg Sinai gestanden sind und selbst mit ihren eigenen Augen gesehen haben, mit ihren eigenen Ohren gehört haben, wie Gott sich offenbart hat und der Menschheit, das heißt den Juden, die Tora gegeben hat. Es waren dort insgesamt 600.000 Männer zwischen 20 und 60 Jahren, plus die über 60, die unter 20, plus die Frau und plus Erev Rav. Das waren die Nicht-Juden, die aus Ägypten mitgekommen sind. Erev Rav, das heißt Millionen Leute waren unten am Berg Sinai und haben mit ihren eigenen Augen gesehen und gehört, wie Gott sich offenbart hat und den Juden die 10 Gebote, die Tora, übergeben hat. Das waren nicht nur die 10 Gebote, sondern die ganze Tora. Jetzt, die Juden haben bekommen die 10 Gebote bei einem großen Publikum von Millionen.
Im Gegensatz dazu, die späteren Behauptungen, sowohl von den Christen als auch von den Moslems, das war bei einem etwas engeren Kreis. Ja, wie face to face. Der eine behauptet, zu ihm ist gekommen der Engel Gabriel und hat ihm dieses neue Update gegeben. Der andere behauptet, er selber wäre der Sohn von Gott und er selber ist jetzt materiell geworden und so weiter. Ich will jetzt nicht darüber reden, soll jeder mit seinem Glauben bleiben. Wir wollen niemanden dabei jetzt erniedrigen, aber nur wir wollen einmal sehen, dass, was wir in der Hand haben, dass wir nicht unterschätzen, das, was wir in unserer Hand haben. Er behauptet, dass die Tora verfälscht wurde. Zuerst einmal noch einmal, ich gehe noch einmal wieder zurück. Warum ist es so, dass die beiden Religionen dieses große Ereignis nicht beleugnen? Weil wiederum Millionen waren dort Zeugen. Und diese Zeugenaussage, sie geht von Generation zu Generation. Von Vater zu Sohn, von Vater zu Sohn, von Vater zu Sohn. Und nichts darf sich dabei verändern. Alles wurde aufgeschrieben, alles ist drinnen in der Tora. Und es geht so von Generation zu nächsten. Jedes Jahr, einmal im Jahr, hat jeder Vater das Gebot, seinen Kindern am Leila Seder diese ganze Geschichte zu erzählen und es weiter übergeben und weiter übergeben. Jetzt, wenn wir heute sehen Juden, die die Gebote einhalten, die den Pesach einhalten, Mesuza, fast alle Gebote, die wir machen, machen wir zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Sei es Kiddush, Shema Israel, Mesuza, Tfilin, Tzitzit, jedes Gebot, den wir haben, zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und mit dem, warum machen wir das? Ja, weil wir es von unseren Eltern bekommen haben. Und unsere Eltern, von ihren Eltern, von ihren Eltern, von ihren Eltern. Wann hat es angefangen? Am Auszug aus Ägypten, am Berg Sinai. Jetzt, am Berg Sinai, diese große Menge von Leuten hat bekommen ein Buch. Und in diesem Buch steht geschrieben, dass diese große Menge all diese Ereignisse vom Berg Sinai, wie Gott sich offenbart hat, selbst dabei Zeugen waren und selbst es gehört und gesehen haben. In diesem Buch steht auch geschrieben, dass sie 50 Tage davor von Ägypten mit großen Wundern rausgekommen sind. Mit der Meeresspaltung, mit den 10 Plagen und allem drum und dran steht in diesem selben Buch, dass wir, diejenigen, die jetzt dieses Buch bekommen haben, es selbst miterlebt haben. Bis da, schön und gut. Jetzt, stell dir vor jetzt, außerdem steht auch da in diesem Buch geschrieben, 613 Gebote, wo die meisten davon, wenn man jetzt ehrlich ist, sehr unverständlich sind, die nicht logisch sind. Was die meisten Gebote, zum Beispiel, Schadnes, man darf nicht Leinen mit Wolle zusammen vermischen in einem Kleid. Was hat das für einen Sinn? So hat es Gott befohlen. Tfilin anzuziehen. Ja? Es gibt für jedes Gebot gibt es seine inneren Gründe, wieso wir es machen müssen, aber da Tfilin, Tzitzit, also es ist nicht etwas, was logisch ist. Stell dir vor, ich bekomme jetzt ein Buch, als Erster in der Generation dort, ich bekomme dieses Buch, der Erste, der dieses Buch bekommt. Und dort steht geschrieben, dass ich all das miterlebt habe und dass ich gesehen habe vor 50 Tagen, die großen Plagen in Ägypten. Ich habe gesehen die Meeresspaltung. Und ich habe gehört, wie Gott mir jetzt sich offenbart hat und mir dieses Buch gegeben hat. Stell dir vor, es wäre nicht so. Es war gar nicht. Es steht zwar in diesem Buch, aber diese Ereignisse waren gar nicht. Hätte einer von dieser großen Menge auch nur ein Gebot davon eingehalten? Sicher nicht. Wenn es geschrieben ist, dass ich etwas erlebt habe und ich habe es nicht erlebt und dieses Buch verpflichtet mich auch noch, 613 Gebote einzuhalten, ich werde auf gar keinen Fall keins von diesen Geboten einhalten und sicher nicht meinen Kindern weitergeben.
Weil wenn ich sehe, dass das falsch ist, werde ich es nicht weitergeben. Das heißt, allein das, dass es weiter übergeben wurde bis heute 2016, dass es bis heute 2016 noch eine große Menge, Gott sei Dank, von Juden gibt, die die Gebote einhalten und es weiter überliefern ihren Kindern für die nächste Generation, ist eigentlich der größte Beweis, dass das die Wahrheit ist. Und das ist auch der Grund, wieso die beiden anderen Religionen es nicht beleugnen. Sie können es gar nicht beleugnen, weil es stehen hier Millionen lebendige Zeugen, dass das Ganze stimmt. Alleine unsere Existenz ist die größte Zeugenaussage. Und das vielleicht, sage ich in Klammern, kann sein, dass vielleicht das sie in den Hintergedanken vielleicht stört. Allein unsere Existenz. Und jetzt, bei denen, deswegen, sie können es nicht beleugnen, sagen sie, ja, wir glauben daran. Es gab den Mamadas, es gab dieses große Ereignis, nur, laut einer Meinung, wegen unseren schlechten Taten, hat Gott jetzt ein neues Testament gebracht. Laut dem anderen, weil die Juden es verfälscht haben, hat Gott jetzt den Engel geschickt und ein anderes Buch gegeben. Ich beginne aber mit dem zweiten. Warum es nicht möglich sein kann. Wie wir alle wissen, wir haben ein Gebot, dreimal in der Woche von der Tora vorzulesen. Einmal am Schabbat, jede Woche am Schabbat, den ganzen Wochenabschnitt, liest der Vorbeter von der Tora und dann am Montag und am Donnerstag. Was passiert, wenn jetzt der Vorleser einen kleinen Fehler gemacht hat, nicht im Kontext und nicht im Satz, und nicht einmal beim Wort. Bei einem Buchstaben. Statt A hat er E gesagt. Statt Vayomer, Vayomar. Die ganze Gemeinde schreit. Vayomer, Vayomar. Warum? Es muss ganz genau gelesen werden. Wenn der Vorleser sogar nur einen Umlaut falsch liest, man haltet ihn auf und sagt ihm, lies es richtig. Beim Vorlesen. Beim Schreiben der Tora. Der Schreiber, der es schreibt, die ganze Tora. Wenn dort, ich rede jetzt wiederum nicht über einen Kontext, nicht über einen Satz, nicht über einem Wort, sogar nicht über einen Buchstaben. Kotzoschel Jud. Jud ist der kleinste Buchstabe. Mhm. Und beim Jud gibt es einen Spitz, einen kleinen Spitz. Wenn so ein kleiner Spitz von dem kleinsten Buchstaben fehlt, ist die ganze Sefer Torah untauglich und man kann davon nicht lesen. Was macht man? Man schließt diese Torahrolle, nimmt eine andere und liest von der anderen. Dann hat man 30 Tage Zeit. 30 Tage Zeit hast du entweder sie zu reparieren oder sie zu beerdigen. Jetzt, wie ist er auf den Gedanken oder diese Imams, wie kommen sie auf die Gedanken, dass die Torah verfälscht wurde, verändert wurde? Unmöglich, dass sogar für einen kleinen Spitz von dem kleinsten Buchstaben schließen wir die Torah und holen eine neue Torahrolle raus. Und du sagst mir da so einen Unsinn, dass man das Ganze verfälscht hat. Jetzt nicht nur bei der schriftlichen Torah, bei der Torah, auch bei der mündlichen Torah. Im Talmud steht geschrieben, im Shulchan Aruch, Siman Resh Ein Tet, da steht geschrieben, dass es gibt einen Bann, einen Fluch, Cherem HaKadmonim, einen Fluch der ersten Rabbiner, dass man darf nichts verbessern in den Büchern. Ich rede jetzt nicht über eine Torahrolle, von der mündlichen Torah. Talmud, Shulchan Aruch, Bücher. Ja? Du hast ein Buch gekauft, ein jüdisches Buch, liest dort und du siehst dort, irgendetwas stimmt da nicht, irgendein Fehler. Jetzt diejenigen, die jetzt das zweite Mal jetzt drucken, könnten eigentlich löschen und jetzt es ordentlich, ohne Fehler es drucken. Sagt nein, es gibt einen Fluch. Einen Fluch, du darfst nichts an den Büchern verbessern. Wenn du willst, du denkst deiner Meinung nach, es ist ein Fehler, dann musst du neben diesen Fehler schreiben Nummer 1, unten schreiben Nummer 1, meiner Meinung nach, ich, Volonche, denke, dass der Autor sich getäuscht hat und es sollte so gelesen werden. Das kannst du machen. Aber es löschen und verbessern ist verboten. Es gab zum Beispiel von den Rishonim, gab den großen Maimonides, Rambam. Der Rambam
Er hat ein Wunderwerk hat er gemacht. Alle Gesetze, alle Gebote in ein Werk hat er dargestellt. Er hat der Chazaka. Und dort, er hat der Chazaka, ein Gesetzbuch, gab es einen etwas späteren Rabbiner, Hara Avad. Er hat, manche Sachen haben ihm nicht gefallen dort. Zum Beispiel Rambam hat gesagt, irgendein Gesetz. Er sagt, ja, aber Rambam, woanders gibt es einen Abschnitt im Talmud, der gegen dich spricht. Was hat er gemacht? Er hat daneben geschrieben, Aleph, Aleph, Amar Abraham. Meiner Meinung nach sollte es anders geschrieben werden. Das ist erlaubt. Und was ist dann passiert? Jahre später sind andere Weisen gekommen und haben gesehen, dass eigentlich der Rambam doch recht hatte. Es gibt noch woanders eine Quelle, die er nicht gesehen hat, der zweite Rabbiner. Und deswegen Rambam hatte schon eh recht gehabt. Das heißt, es gibt einen Fluch. Du darfst nichts an den Büchern ändern. Und da frage ich wieder die hochwertigen Imams und diesen Religionslehrer, den islamischen, wie kommst du nur auf diesen blöden Gedanken, dass wir irgendetwas verfälscht haben? Und auch da noch dazu, nehmen wir noch, wenn wir schon verfälscht hätten, es gab so viele Gebote, die zu verfälscht sind, die unlogisch sind, wieso haben wir sie überhaupt da gelassen? Und zum Beispiel die unlogischen Gebote, die werden wir nicht einfach so verfälschen. Zum Beispiel Tzitzit. Tzitzit, gibt es dafür irgendeinen, es gibt irgendein Gebot zum Beispiel, dass es gibt keinen logischen Grund dazu, es zu löschen. Wieso haben die dieses Gebot nicht weitergemacht? Ja? Und wer sagt überhaupt, dass der Koran selbst nicht verfälscht wurde? Wenn du schon so redest über die Tora, wer verspricht dir, dass deine Lehre, dein Buch nicht verfälscht wurde? Ja? Wiederum, dafür gibt es keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Deswegen, wir müssen wissen, wir müssen stolz sein auf dem, was wir in der Hand haben. Es gab eine Geschichte mit dem Rambam. Haben wir erwähnt, Maimonides Rambam. Er hatte einen Kadi dort, einer von den großen Imams von damals. Die haben immer eine Diskussion mit dem Rambam. Und der Rambam hatte Angst gehabt, ihm zu antworten. Warum? Weil wenn ich ihm jetzt antworte, der König steht ihm bei, er kann mich nachher töten. Wie es in manchen Plätzen üblich ist. In diesen Regionen. Ja? Rambam hat geschwiegen, hat nichts gesagt. Eines Tages, der König hat sich aufgeregt. No, Rambam, komm, rede. Gib eine Antwort. Auch wenn du gegen mich redest, ich bin bereit. Sagt der Rambam unter zwei Bedingungen. Erste Bedingung, auch wenn ich gewinne, lass mich und die Juden am Leben, tu uns nichts an. Wird zwar schwer sein. Ja. Zweite Bedingung, ihr macht das, was ich euch sage. Der König und der Kadi macht, was ich euch sage. Kein Problem. Er sagt so, jetzt gibt mir eine Kleidung von euren Imams. Ich will mich, laut Imam will ich mich anziehen. Kein Problem. Wir gehen jetzt gemeinsam irgendeine Moschee, die größte Moschee. Gehen wir gemeinsam hin. Sie gehen hin und er sagt jetzt, sagt, ich bin ein Imam, ich will einen Vortrag halten. Der andere sagt, na Blödsinn, wie kannst du als Jude bei uns, sagt er, wir haben ausgemacht. Okay, er sagt, hier ist gekommen ein Imam, er will euch einen Vortrag halten. Der Rambam steht auf, beginnt zu reden und der Rambam... Auf Arabisch. Ah, Rambam, er konnte Arabisch, er hat dort gelebt. Rambam hat begonnen, wunderschöne Reden zu halten von unseren Weisen. Die Vrechochma, Weisheiten, die Leute, die haben den Mund aufgemacht, wow. Endlich, jemand redet Tachlis zur Sache. Wunderschöne Sachen, die alle mit den Augen und Ohren offen. Und der Rambam hat absichtlich einige Fundamente des Islams dort angerührt und sie gebrochen in seiner Rede. Trotzdem, alle waren so fasziniert. Er hat so schön geredet, alle am Ende geklatscht. Er hat ein paar Mal noch Allahu Akbar gesagt, damit sie mit ihm mitspielen. Und am Ende, alle waren fasziniert, alle klatschen. Zugabe! Die gehen nachher weg. Der Kadi, der war ganz wütend rot. Das ist eine Entweihung des Heiligtums. Was hast du gemacht? Und die haben ausgemacht, ihr spielt's mit. Jetzt sagt er am Schabbat, ich gebe euch jüdische Kleidung. Ihr kommt mit mir am Schabbat zu meiner Synagoge, wo ich der Oberrabbiner bin. Okay, sie kommen gemeinsam dorthin. Er gibt ihnen ein Gebetsbuch, sagt, ihr steht einfach so und tut nichts. Rambam war der Vorleser von der Tora.
Er tritt auf und beginnt zu lesen und absichtlich hat er manche kleine Fehler gemacht beim Lesen. Statt A, E und wie wir wissen, wie es üblich ist, sofort alle, hey, Rambam, Respekt, aber da gibt es keinen Respekt. Das ist die Wahrheit, da gibt es nicht Respekt. Am Ende, nachdem der erste Aufgerufene fertig gelesen hat, kommt er herbei zum Rambam, Quodarab. Es tut uns sehr, sehr leid, aber vielleicht diese Woche haben Sie zu viel Stress gehabt und Sie konnten sich nicht vorbereiten. Deswegen, Quodarab, bitte bleiben Sie sitzen, es wird jemand anderes, statt Ihnen wird jetzt lesen. Nun, jemand anderer hat gelesen, er kommt mit Ihnen raus und sagt, nun, habt ihr jetzt die Antwort bekommen? Dort in der Moschee, niemand kennt mich, ich bin das erste Mal, bin ich dort gewesen. Hab gesprochen, obwohl ich gegen eure Fundamente gesprochen habe, niemand hat gewagt, etwas zu sagen. Alle haben geklatscht und noch Zugabe gewünscht. Bei mir, meine Synagoge, wo ich der Boss bin, ich bin der Oberrabbiner dort, in meiner Synagoge, ich habe kleine Fehler gemacht, statt AE gesagt, wo es nicht einmal den Kontext ändert. Es kommt dazu zum selben hinaus. Trotzdem, alle haben geschrien und mich als Oberrabbiner runtergebracht, geh runter, jemand anderer wird lesen. Und du sagst, die Tora kann verfälscht werden. Aber vielleicht, wenn die behaupten, bring mir eine Tora, die anders geschrieben worden ist. Wir sind schon 2000 Jahre im Exil und von überall aus der Welt, wo noch die Vernetzung noch nicht so gut war wie heute, sind wir alle zurückgekehrt ins Heilige Land und siehe da, von überall auf der Welt, von Jemen, von Deutschland, von Ägypten, von überall auf der Welt, dieselbe Tora, dieselben Buchstaben, derselbe Talmud, überall in genau dasselbe, dieselben Tfilin, dieselbe Zit, alles genau dasselbe. Und du sagst mir, die Tora wurde verfälscht. Nun, mit vollem Respekt, ein bisschen lernen über das Judentum, ein bisschen erforschen und dann, wenn du irgendwelche Fragen hast, ich stehe gerne da, können die Imams oder jemand von denen, wenn es ihm etwas Unklares ist, kann er ruhig kommen. Sicher, versuchen ohne Messer, aber ich stehe zur Verfügung. So. Weitermachen wir. Es gibt noch einen kleinen Unterschied, muss ich aber noch sagen. Es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen uns und den anderen. Bei uns, wir haben keine Mitzwa, andere zu überzeugen, und ich rede schon gar nicht zu verpflichten oder zu zwingen, so zu sein, so wie wir. Haben wir nicht. Laut unserer Tora, wenn du ein Goy bist, ein Nichtjude bist, hast auch du als Goy, als Nichtjude, einen Anteil in der nächsten Welt. Hauptsache du erfüllst deine 7 Gebote, die du als Nichtjude erfüllen musst. Du hast die nächste Welt. Ich habe gar nicht die Pflicht, die Mitzwa, jemand anderen zum Judentum rüberzubringen. Ganz im Gegenteil. Wenn jemand heute kommen will und Jude sein will, was sagen wir ihm? Nein, lass, man versucht ihn abzustoßen. Nein, du brauchst nicht, bleib dort, wo du bist. Wir haben keine Mitzwa. Im Gegensatz dazu bei denen, die versuchen auf jede Art und Weise, koscher oder unkoscher Art und Weise, von überall zu sich zu bringen und kommt bei uns. Wir sind die Besten und der Rest ist alles Dreck. Gott sei Dank, wir müssen wiederum, ich sage das Ganze nicht, um sie zu beleidigen, sondern damit wir, jeder von uns, schätzt das, was wir in der Hand haben. Und als Beispiel, und damit beende ich jetzt dieses Thema, als Beispiel, warum wir auch nicht daran glauben, an den letzten Update und an das Neue Testament. Wir sehen ja, die Juden haben wirklich gesündigt, obwohl es auch in der Tora schon geschrieben steht. Warum wir aber nicht daran glauben? Als Beispiel, ich gebe ein logisches Beispiel. Ein König hatte gehabt 2 Kinder. Kind A und Kind B. Der König, er versammelt sein ganzes Volk, kommt zur Terrasse hinaus und sagt, liebes Volk, ich bin schon alt geworden, ich weiß nicht mehr, wie lange ich leben werde. Und ich habe mich entschieden, dass mein Nachfolger wird sein Kind A. Das ist meine Entscheidung und
Er soll der nächste König sein. Nun, die Zeit vergeht, König stirbt. Statt dem König kommt jetzt der König, der Sohn A kommt als König, kommt plötzlich der zweite Sohn und sagt, Moment, Moment, Moment. Mein Vater hat mir unter vier Augen gesagt, dass er es sich anders überlegt hat. Und dass er jetzt, ihr habt es alle gesehen, der Sohn A hat sich ein bisschen wichtig gemacht und hat ein bisschen Probleme gemacht. Und deswegen hat sich mein Vater entschieden, dass ich sein Nachfolger sein werde. Darum, ich soll jetzt der König sein und nicht Sohn A. Jetzt, was werde ich jetzt tun? Ich weiß nicht, was mit euch ist, aber ich werde trotzdem treu zu Sohn A sein. Warum? Weil wenn sich der König plötzlich eine wichtige Entscheidung, sich es plötzlich anders überlegt, obwohl bei Gott kann man das nicht sagen, dass er sich etwas anders überlegt hat. Er wusste schon im Vorhinein, dass wir Juden sündigen werden. Er wusste schon im Vorhinein, dass wir nicht den richtigen Weg gehen werden. Er hat uns zwar den freien Willen gegeben, aber er wusste schon, was passiert. Nur, trotzdem hat er es uns gegeben, die Tora. Jetzt, wenn er sich plötzlich anders überlegt, der König, das Mindeste, was vom König verlangt wird, bei so einer wichtigen Entscheidung, dass er wieder, Minimum, das ganze Volk wieder zusammensammelt und sagt ihnen wieder, es tut mir leid, jetzt so eine Art Blödsinn gemacht, ich habe es mir anders überlegt und ich gebe euch jetzt, mein neues Testament ist Sohn B. Aber weil der König es nicht gemacht hat, weil es nicht so ein großes Ereignis war, wie am Berg Sinai, wo Millionen Zeugen waren, bleibe ich persönlich bei Sohn A und werde treu bleiben zu unserer Tora, die echte Wahrheit, und werde weiter nur diese echte Wahrheit folgen, ohne irgendein neues Klumpert dazuzufügen. Punkt, und jetzt machen wir weiter.